Hallöchen, hier ist wieder euer Falk und ich darf euch zu einer neuen Unboxing-Kiste begrüßen. Und zwar haben wir hier die Nummer 21. Ich weiß, hier steht 20 drauf, aber ich nehme die ja so, wie sie mir in die Hände fallen. Ja, dann schauen wir doch mal, was sich in dieser Kiste alles Schönes verbirgt. Und es geht schon los. Mit einer Spinne. Gut, eine Mercedes A-Klasse mit gelben Lämpchen hier. Das ist eine französische Ausführung oder was? Von Maisto. Türen lassen sich öffnen. Ebenso wie Kofferraum. Und das Motorhäubchen. Warum die Lampen so gelb sind, verstehe ich nicht. Hat ja eine deutsche Nummer drauf. Eine liebenswerte Besonderheit halt. So. Weiter geht's mit einem Beetle. Volkswagen Beetle. Von 1999. Ein Modell von Solido. Hier klappert es drin. Was ist es? Alles klar. Der linke Außenspiegel. Der fehlt hier. So, Motorhaube lässt sich öffnen. Kofferraum nicht. Und die Türen haben wir ja schon aufgekriegt. Hier ist auch irgendwas nicht in Ordnung. Der kann hier Schneeflug machen. Also da stimmt was mit der Radaufhängung nicht. Müssen wir uns mal anschauen. So, jetzt haben wir hier eine schöne M-Klasse. ML55 AMG natürlich. Nicht etwa die einfache? Nein. Die dicke, fette. Ja, war das das erste Modell hier, was sie bei Jurassic Park groß in Szene gesetzt haben? Natürlich nicht als AMG-Version. Wer macht's? Maisto hat's gemacht. Ja, sucht direkt hier die ganzen Spoiler und Verbreiterungen. Also nicht nur der AMG-Aufkleber dran, sondern es ist auch was dafür getan. Was ist denn? Jetzt haben wir hier glatt weg die normale Version. Ohne Höcker, ohne Verbreiterung. ML-Klasse, auch von Maisto. Die normale Version. Wunderschön. Sehr schönes Modell. So, lass mich was Gelbes an, natürlich. Das ist wieder ein kleiner Krabbelkäfer. Ein Beetle in der normalen Version, diesmal auch mit beiden Rückspiegeln. Und hier hinten geht es auch die Klappe auf. Und vorne die Motorhaube. Und das ist von Burago. Der ist okay. Schön lauter Föhn. Hier klemmt noch was dazwischen. Boah, ist ja echtes Holz hier. Ist ja geil gemacht. Also, da haben wir hier einen Ford. Ford. Woody Wagon 1949. Von Motor City Classics. Interessant. Kenne ich jetzt auch noch nicht. Vielleicht wieder bloß irgend so ein Dingsname. Muss ja nie hesen. Das ist das auch. Na, dass sie das gebaut haben. Also das hier ist wirklich Holz. Das hier ist Kunststoff. Das hellbraune ist Kunststoff. Das flache ist so Holz. Haben wir auch vom Puppenstubenbau hier im,
Im Laden so ganz dünne Holzdinger, da kannst du schönes Echtholzparkett legen. Cool gemacht. Cool gemacht. Hier hinten geht nichts auf. Motorhaube hat man schon gesehen. Ne, klasse, auch schöne Farbe. Spiegel ist noch dran. Einwandfrei, habe ich so auch noch nie gesehen. Cool gemacht. So, ziehen wir den Handschuh mal wieder an. Geht das nicht kalt wird hier bei der Kälte? Draußen ist gerade fürchterliches Wetter. Dann machen wir da lieber schönes Unboxing hier drin. Feuerwehr Nürnberg. Ein VW-Krabbelkäfer mit einer Motorhaube. Im jetzt schon überfüllten Kofferraum. Und die Türen lassen sich auch öffnen. Alles dran, sogar hier Blaulicht. Und das ist von Maisto. Von 1951 ist der Volkswagen. Ja, stimmt, der hat ja noch die Brezelfensterscheibe. Was ist das hier? Dreck. Gut, jetzt kriegen wir ab. Ein Brezelkäfer der Feuerwehr Nürnberg. Hier, wenn wir gerade dabei sind, da haben wir dasselbe Teil. Auch so eine Brezel. Als Polizeiauto Florian 4. Ich weiß natürlich nie, was das hier für ein Adler ist. Ob das jetzt irgendein Bundesland darstellen soll. Steht wieder nicht weiter. Ist dasselbe Unterboden wie bei der Feuerwehr. N2577, also wird das sicherlich auch Nürnberg sein. Hat zumindest eine Nürnberger Nummer drauf. Jetzt haben wir was ganz Feines. Und zwar ist das ein VW Phaeton. Wie man schon am Nummernschild sieht, wurde der hier in Dresden hergestellt. Da hat VW versucht, in die Oberklasse zu kommen. Und ist damit natürlich gescheitert. Das Auto an sich war ja nie ganz so schlecht. Kann sich auch die Türen öffnen. Auch die Fronttüren. Ne? Das Auto war nicht schlecht. Die sind gebraucht jetzt gar nicht mal so teuer. Aber natürlich immer noch beliebt. Ja. In China ging er besser. Aber mit dem ganzen Transport hat sich das irgendwann nicht mehr gelohnt. Ja, nun bauen sie hier E-Autos in der VW-Fabrik. Ne, in der Manufaktur hieß das ja jetzt. Wir bauen ja nichts mehr, wir manufaktieren. So, wieder ein Käfer. Diesmal mit einer großen Scheibe. Ohne Nummernschild. Wildeuil. Ja, also vielleicht eine französische Feuerwehr. Concelle VW 1 zu 17. Das ist interessant, von Solito. Also das ist nicht mehr 1 zu 18, das ist 1 zu 17. Das war denn wohl zu klein sonst. Tja, gehen nur die Türen auf. So, noch so eine französische Variante. Und zwar haben wir hier einen Renault 4. Reimt sich. 4L von 1964. Solido made in France. Ja, Tür lässt sich öffnen. Nehmen wir die Motorhaube, die ging noch. Da von hinten, ne? Wenn sie geht, ne, die geht nicht. Doch, ja. So geht die auf beim Renault 4. Hinten ist aber zu. Was sie so klappert, ist ja die Seitenscheibe, die kann man wieder einkleben. Die ist bloß rausgefallen. Somit ist das Auto auch okay. Und kommt in den Verkauf. So. Boah, was haben wir hier Geiles? Mann, 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 das hier. Rallye Dakar oder was?
BF Goodrich. Auto R, Toyota Trophy Truck. Wow. Krass. Ich weiß nicht, ob der Rallye Dakar fährt oder was weiß ich wo. Oder nur in der Amerika in dieser Truck-Serie. Da bin ich nie ganz so bewandert. Auf alle Fälle. Schön detailliert. Hier ist Haufen Rassel dabei hier, ne, von Feuerlöscher und die ganze Technik hier, Luftschlag. Cool gemacht. Habe ich so noch nie gesehen. Wieder was Neues. Jetzt ist was ganz Feines. Das ist so ein Unhalt. 300 SLR. So. Zack, ich hab's wieder drin. Das Türchen geht nach oben. Hier haben wir auch einen Kofferraum. Zwei Ersatzräder, damit ist er voll. Und eine dicke, fette Motorhaube. Mit einem dicken, fetten Motor drin. So, wer war das gleich? Meinst du? Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wertig gemacht. So. Dann haben wir hier einen Jaguar. Ein Jaguar XKR von Solido, 1:18, wie die meisten Autos hier. So, Türen lassen sich öffnen, auch die Motorhaube, ein dicker V8 drinne. Ja, da kann man ja was mit anfangen. So, jetzt habe ich hier einen Wohnanhänger. Ach du Scheiße, der ist ja vergilbt. Guck dich das an. Eriba. Ein Eriba-Puck. Unten steht nichts dran. Wisst auch nicht, von wem er ist. Aha, hier haben wir zumindest schon mal die Deichsel. Die ist dabei. Könnte sein, dass da von Revell ist. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Lloyd-Motoren. Mhm. Es gibt doch so einen Lloyd Alexander, den ich schon mal hatte. Und ich glaube, der hat einen Wohnwagen dazu, der aber nie dabei war. Das muss ich mir mal anschauen. Eventuell hätte ich da das Gespann komplett. So. Uiuiui, hier sieht es wieder aus. Vorsichtig. So, wir haben, was ist das, ein Renault 4, ne? Renault 4 CV, genau so ist es, mit einer Motorhaube, wo keine Motor drin ist, also ein Kofferraum mit Ersatzrad, hier hinten ist der Motorraum. Da ist er. Auch kleines Motörchen ist da drin. Ist das hier? Fehlt hier was? Kann sein, dass das Blaulicht fehlt. Jo, die Stoßstange hat ja auch schon Treffer weg. Wieder schlecht verpackt. Und hier haben wir wieder einen geilen Benz. 300 SLR. Diesmal eine andere Version. Wir wollen doch mal holen. Diesmal ein Zweisitzer. Jetzt dürfen Sie mal hier nebeneinander halten. Zweisitzer mit Überroll-Dingsbums, nennen wir es mal. Und mit großer Scheibe. Ja. Interessante Version.
Hier wir schon Platz finden für die ganzen Autos. Ja. Die Kiste ist ganz schön voll, muss ich sagen. Die meisten waren jetzt nicht so voll. Hier ist richtig viel drin. Und haben wir wieder ein 51er Volkswagen Käfer. Wieder mit Brezelfenster. Das ist quasi die Zivilversion von der Feuerwehr und dem Polizeiauto, was wir vorhin schon mal hatten. Hier auch mit Ersatzrad. BN. Was ist das denn? Ein Besatzungszonenkennzeichen? Das bin ich raus. Oder vor meiner Zeit. So. Hier haben wir wieder einen schönen Mercedes. Mit getönten Scheiben. Also leicht ölig hier. Also rosten tut er nicht. So, von Chrono. Mercedes E-Klasse. Lenkung geht. Türen lassen sich öffnen. Motorhaube auch. Ja, da ist was drin. Aber der Kofferraum ist zu. Nicht schön. Dunkelrot, alles dran. Der gefällt mir wieder. Ja, mal so ein paar normale Autos. So, ich muss jetzt erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Ja, weiter geht's mal wieder mit einer A-Klasse. Da hatten wir ja vorhin schon die rote. Jetzt haben wir hier noch eine blaue. Ist dasselbe? Meinst du? War die von Öfen meist? Wisst ihr es noch? Ja, hier ist er. Diesmal aber auch mit weißen Lampen. Also bei den gelben Lampen bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das Absicht ist oder ob die einfach vergilbt sind. So, stellen wir mal hier hin. Dann haben wir hier ein Mercedes CLK. Na gut, der ist jetzt nicht schön. Der gefällt mir nie. Hier seht ihr das. Der Lack ist nie besonders. Die Verarbeitung nie. Von Anson. Nein, ich habe es nie erwartet, Mensch. Stern ist noch dran. Die Klappe geht auch auf. CLK 230 Kompressor, ja. Aber irgendwie in der Form. Mit der Meinung, so richtig klappt der nie. Naja. So, ach, wo wir gerade dabei sind, haben wir natürlich noch das offizielle Safety Car der Formel 1 hier. Das müsste ja dann auch ein Anson sein, jawohl. Dasselbe Modell als Safety Car. So, hier haben wir was ganz Feines wieder. Hatten wir doch schon mal eine Racing-Version. Ne? Jetzt haben wir hier in Silber die Zivilversion Mercedes CLK GTR. Das Ding haben sie ja für Le Mans oder so gebaut. Das ist ja, glaube ich, auch abgehoben. Ne? Ist da nie einer her fliegen gegangen? Ja? So ein Australier. Und damit sie den dort bauen können, brauchen sie natürlich noch die möglichen Zivilmodelle, irgendeine Anzahl, was weiß ich wie viel, keine Ahnung. Aber die sind ja allesamt in irgendwelchen Sammlungen von irgendwelchen Scheichs und Autogurus gelandet. So, noch ein Mercedes. Was klappt denn hier? Alitalia. Das gehört auf alle Fälle nicht zu diesem Auto. Muss ich mal aufheben. Wer weiß, wer das vermisst. So, Türen gehen auf. Ist das auch so ein Anson? Ne? Ja, also ich muss ehrlich sagen,
Ich höre mal den anderen nochmal. So, hier ist der von Chrono, hier ist der von Anson. Gut, das eine ist zwar jetzt ein Kombi, aber es ist dasselbe Modell. Und wie man hier schon an der Größe sieht, 1:18 ist eben auch nicht gleich 1:18. Ne? Was ist die Limousine hier viel größer? Also irgendwas stimmt hier nicht. Einer von beiden hat hier nicht den richtigen Maßstab. Aber wir wollen ja nicht kleine schlagen. Auto ist Auto. So, was haben wir denn hier Feines? Wir bleiben bei Mercedes. Eine wunderschöne S-Klasse. Ja, hervorragend. SEL 500. Läuft. Echt, hat er jetzt hier die Scheibe kaputt oder zerkratzt? So ein Mist. Dach zerkratzt. Scheiße. Mann, das ist immer ärgerlich, ne? Ein Meistermodell, Mercedes S-Klasse. Na gut, Meister ist jetzt nicht ganz so teuer. Da können wir mit Abstrichen verkaufen. So, mal sehen, was das hier wird. Bleiben wieder bei Mercedes. Das ist der Nachfolger von dem CLK. Diesmal von Kyosho. Kyosho macht ja auch immer sehr feine Modelle. Hier Türen zu öffnen mit Scheibe. Schöne Innenausstattung. Kofferraum. Gucki Filz drin. Meistens haben die immer Filz hier so drin. Und das Häubchen. Wunderbar. Ne, der ist wieder schön. Sieht doch gut aus. Alles dran. Fantastisch. So. Golf GTI. Was ist das hier? Golf 4. VW Golf GTI steht natürlich nicht dran. Revell 1997. Also ich sage jetzt mal Golf 4. Wenn ich falsch liege, müsst ihr mich berichtigen. Einfach in die Kommentare schreiben. TDI 19. Was für ein Quatsch ist denn GTI? Vorne steht GTI, auf dem Motor steht TDI. Also ein Fake GTI. Naja, kannst schon jeder ihn leisten. Auch so ein Aufkleber kostet ja nicht viel. So. Bleiben wieder bei Mercedes. Einen schönen SLK haben wir hier. Mit Dach. Na, ich weiß noch nicht, ob die Funktion funktioniert. Das muss ich schon mal genauer anschauen. Ich will jetzt hier nichts zerrammeln. So, wir hatten gebastelt. Meinst du? Und hier vorne geht auch die Haube auf. Wunderschönes Modell. Ja, jetzt haben wir noch zwei Stück. Irgendwas Dunkles und was Helles. Das Helle sehe ich. Das ist ein Jaguar. Dann nehmen wir den erstmal. Jaguar S-Type. Genau so ist es. Von Meister und oh ne, ist die Scheibe kaputt. Da kriegst du Plug-in, Mensch, Scheiße. Also sowas ärgert mich immer hier, ne? Das ist ja nicht nötig. Muss ja nicht sein. Kofferraum geht auf. Türen auch. Und auch das Motorhäubchen. Ja, und die Scheibe hier, die. So, wir nehmen sie mal raus. Das sieht besser aus, als wenn sie kaputt ist. So, das letzte Modell. Damit möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Es ist wieder eine M-Klasse, aber diesmal mit ein bisschen Outdoor-Lametta. Hier vorne Bullenfänger. An der Seite hier auch was Feines. Obwohl ich halt auch mal, das bringt dich beim Einsteigen, ist das fürchterlich, du stehst ständig dran. Also es sieht nur schön aus, aber völlig unpraktisch.
Genau wie das hier, ehe du hier mal in die Heckklappe reinkommst, ist Weihnachten vorbei. Ist auch nicht, muss ja auch ein bisschen praktikabel sein. Der Quatsch. Ja? So, Motorhaube. Geht. Müsste dann auch wieder von Maestro sein. Genau wie die anderen beiden Versionen. Also drei verschiedene M-Klassen. Ja, und damit möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald, euer Falk.